Willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal, heute wieder zum Trading Video, heute mit der Silbermethode, die euch gewünscht hat. Ich wollte eigentlich erst wieder eine UV-Liste vorstellen, Freunde, aber die High-Rated-Preise aktuell zu teuer. Werde ich euch auch gleich zeigen, warum es sich gar nicht lohnt, eine UV-Liste aktuell zu machen, außer eine Low-Budget-UV-Liste, weil High-Rated-Zeug aktuell viel zu teuer ist und irgendwie wieder viele Packs kommen, gehen die runter, deswegen macht das keinen Sinn, eine zu machen. Würde ich sagen, starten wir direkt rein mit der Silbermethode. Ab geht's, Freunde. Ihr seht, 28 Verkäufe, ich habe das jetzt hier 4 Runden getestet, ich hatte immer zwischen 20 und 40 Verkäufe ungefähr pro Stunde, das geht auf jeden Fall klar, also die Silbermethode geht noch einwandfrei, geht genauso gut wie je zuvor, also wir sehen hier 28 Verkäufe, gehen wir kurz durch, ich werde euch natürlich erklären, wie ihr diese Karten holt, wie ihr die natürlich verkaufen sollt. Ihr seht, ich verkaufe die immer so zwischen 500 und 700, ihr könnt die auch noch teurer verkaufen, aber wir gehen da durch, für wie viel ich die immer verkaufe. Ihr seht so, aber 500 so immer den Durchschnitt, manche auch ein bisschen teurer, ihr könnt auch jeden nachschauen, manchmal bekommt ihr welche, die sind deutlich mehr wert. Mit dem hier haben wir jetzt zum Beispiel 600 Gewinn gemacht ungefähr, und ihr seht, manche kommen da wirklich aufs Liegen, da rechnet kein Mensch, dass die für 500 gehen. Aber ihr seht das hier auch hier, mexikanische Liga, für 600 wurde der geholt. Das geht schon gut, wie ich finde, Freunde, also ich werde euch gleich erklären. Wie gesagt, ihr seht das hier, wir haben hier sehr, sehr viele auch aus Schmutzligen geholt. Das ist gar kein Problem. Wie genau das funktioniert, erkläre ich euch gleich, Freunde. Aber vorher zeige ich euch erstmal die High-Rated-Preise, warum es keinen Sinn macht, die zu investieren. Schauen uns jetzt einfach mal hier, machen wir einfach mal Gold und schauen uns mal hier die High-Rated-Preise an. Also das sehe ich brutal. 84er sind bei 8.000-9.000, 86er sind bei 25.000 gefühlt. Also da lohnt es sich keine UV-Liste zu machen, Freunde. Ich wollte euch da eigentlich eine zusammenstellen, aber das lohnt sich aktuell überhaupt nicht. Die 85er sind bei 15.000, selbst eine Onana ist bei 15.000. Das lohnt sich nicht. Wenn ihr natürlich noch welche habt, stellt die ein bisschen überteuert drauf, die ihr im Verein habt, und verkauft die. Das würde ich euch noch empfehlen, aber ich würde es keinen empfehlen zu kaufen, weil, ja, ihr seht das hier, ein Casemiro 87er, fast 30.000 wird da bezahlt für, hat man vorher immer für unten die 20 bekommen. Ich gehe davon aus, dass die Preise auch nicht mehr runtergehen, wenn nicht nochmal viele Packs kommen, Freunde, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Wir gehen natürlich heute auf die Silbermethode ein, machen die erstmal weg. Ihr seht, wir sind natürlich hier wieder auf dem zweiten Account, weil anders könnte ich euch die Methoden nicht gescheit vorstellen. Auf dem Hauptaccount habe ich keine 100 Plätze frei, ihr kennt das. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr das holt mit den billigen Silberspieler. Und es geht jetzt erstmal um diese billigen Silberspieler für 150, also einfach die Non-Wares so gesehen. Was macht ihr da? Ihr geht auf eine gute Nation. Ihr habt gesehen, Argentinien, Spanien, Italien, Frankreich hatte ich, glaube ich, genutzt. Also ich hatte 4 Stück nur genommen. Ihr könnt da jede nutzen. Dann geht ihr auf Basic, dass ihr keinen Torhüter filtert. Oder ihr stellt Verteidiger und Mittelfeldspieler ein. Bei Stürmer gehe nicht so gut. Könnt ihr auch mitnehmen, aber Stürmer würde ich jetzt nicht empfehlen. Deswegen hier Verteidiger oder Mittelfeldspieler einstellen. Und dann geht ihr ein bisschen nach hinten, wo ihr seht, ah, ist kein Gebot drauf. Weil ihr seht, die Leute bieten schon. Ne? Die Methode ist natürlich schon, habe ich schon sehr lange hochgeladen schon mal. Aber die geht wieder, deswegen habe ich die heute nochmal reingepackt. Und zu der mal haben wir natürlich noch eine andere Special-Methode für euch am Start, Freunde. Wie gesagt, das macht ihr einfach hier mit den Mittelfeldspielern genauso. Ihr seht, die Leute bieten auf jeden Fall reichlich mit auf dieses Spieler. Und wie gesagt, für 150 macht ihr eh nichts verkehrt, wenn ihr 150 auf die bietet. Ihr seht, die werden für 500 gekauft. Warum die gekauft werden? Es gibt Ligen-SBCs, wo diese Spieler gebraucht werden. Und zudem gibt es die 82 bis 88 Packs, wo die Leute auch gerne mal einen Silberspieler reinpacken. Ihr braucht ja nur 7 Gold, ne? Und die Leute kaufen da auch gerne mal einen Silberspieler oder einen Bronzespieler. Dadurch gehen diese auch weg, was sehr effektiv ist, wie ich finde, Freunde. Bieten wir nochmal hier ein paar Spanier. Wie gesagt, Spanier gehen auch sehr, sehr gut, würde ich sagen. Wir bieten diese Seite hier noch durch. Also, wie gesagt, und ihr bekommt hier wirklich 95%, wenn ihr das bietet. Also, ihr werdet das gleich sehen. Wir bekommen hier wirklich 95% der Karten. Das ist wirklich so leicht. Das kann wirklich jeder nachmachen. Wie viele Münzen braucht ihr für diese Methode? Ihr braucht gerade mal 20.000, um diese Methode gescheit nutzen zu können. Nicht mal 15.000 reichen. Genau, 15.000 reichen.
und ihr könnt da easy Coins mitmachen. Ihr könnt da wirklich so viele hunderte, tausende von Münzen machen. Viele wissen das gar nicht. Ich habe der da mit dieser Methode, so habe ich meine ersten 10 Millionen ungefähr gemacht, weil man damit pro Tag locker 300 bis 500.000 schaffen kann, wenn man das gut durchzieht. Ich sag, ihr habt das gesehen, wir haben 30 Verkäufe, das haben wir viermal im Durchschnitt ungefähr. Das könnt ihr euch ja ausrechnen. 400 pro Karte könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn man das 10, 15 Mal am Tag anmietet. Was da an Münzen zusammenkommt, Freunde, das ist natürlich schon sehr, sehr effektiv, muss man sagen. Dieser Frankreich können wir auch bieten, habt ihr auch gesehen. Bei Frankreich habe ich auch einen bekommen aus der ersten französischen Liga durch Zufall. Der ging einfach für 700 weg. Ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr sowas oft bekommt, aber sowas kann immer mal zwischendurch dabei sein. Könnt ihr immer mal bekommen. Ihr könnt natürlich auch hier schauen, hier zum Beispiel, ihr bietet nur auf High Rated, also 70er Karten. Umso höher die natürlich sind, umso beliebter sind die natürlich. Ist natürlich klar, Freunde. Guck mal, ob sich was verkauft hat sogar. Ihr seht das, Freunde. Es haben sich sogar zwei Spieler sofort wieder verkauft. Und die Liste läuft gerade mal seit 5 Minuten wieder. Weil ihr habt das so oft, ihr bietet neu an und direkt sind ein paar weg. Ich habe das so oft gehabt. Ich biete an, 10 sind weg. Ich biete an, 5 sind weg. Das ist immer unterschiedlich. Ihr habt manche Spieler, ich schaue halt auch nicht jeden nach, weil ich da sehr, sehr faul bin. Ihr könnt danach schauen, wenn ihr jeden für den Preis verkaufen wollt, was er ungefähr kostet. Wie gesagt, das wäre es auf jeden Fall mit der Low-Budget-Silberspielern gewesen. Jetzt gehen wir noch drauf ein, wie ihr diese Seltenen holt. Was macht ihr da? Da empfehle ich, in eine Ligen-SBC-Liga zu gehen. Auch hier hole ich die Non-Rares. Ihr stellt hier nur auf Silber ein. Weil ihr könnt hier nicht Silber häufig oder Silber selten einstellen, weil dann kriegt ihr die andere Version nicht angezeigt. Deswegen müsst ihr das hier mit dem rechten Stick auswählen, dass ihr hier Silber einstellt. Das ist ganz wichtig, Freunde. Dann stellt ihr hier 250 ein, das ist auch wichtig. Und dann sucht ihr. Der Rest ist egal. Mehr müsst ihr nicht machen. Dann habt ihr diesen Filter, den ihr braucht. Und was macht ihr? Ihr schaut euch jetzt an. Ihr bietet auf jeden Seltenen, der euch vor die Lunte kommt, 250. Und auf jeden Non-Rare könnt ihr 150 oder 200 bieten. Mehr würde ich allerdings nicht bieten. Wie gesagt, 200 könnt ihr noch bieten. Ich würde eher 150 empfehlen, aber 200 könnt ihr schon mitgehen. Warte mal, ich habe nicht Basic eingestellt, das hätte ich noch sagen müssen. Basic könnt ihr noch einstellen. Torhüter gehen jetzt nicht so gut. Habe ich auch ein paar mitgenommen. Aber ihr könnt noch Basic einstellen, um die Torhüter rauszufiltern, was ich schon noch empfehlen würde, Freunde, wie ich sagen würde. Was schon effektiv ist, wie gesagt, und dann bietet ihr wirklich einfach die kompletten Seiten durch. Ihr werdet so schnell eure Listen voll bekommen damit, weil das ist wirklich eine Methode, die relativ einfach ist. Wenn ihr natürlich sowas seht, bietet ihr nicht mit bei 250, weil der wird sich sehr, sehr schlecht verkaufen. Ihr werdet das auch merken, wenn ihr zum Beispiel jetzt, wie nur als Beispiel, den 5-mal gekauft habt und merkt, oh, der verkauft sich überhaupt nicht, kauft ihr den natürlich nach einer Zeit nicht mehr, das ist ja klar. Das, wie gesagt, das könnt ihr wirklich mit jeder Ligen-SBC-Liga machen. Es gibt so viel, das könnt ihr mit den Hauptligen machen, das könnt ihr mit der chinesischen Liga machen, das könnt ihr hier mit der Ehrendevise machen, das könnt ihr hier wirklich mit jeder Liga machen. Muss sagen, der hier ist nicht so gut, den habe ich nämlich schon mal gekauft, der hier geht nicht so gut. Die Flügelspieler von denen gehen nicht so gut weg. Das ist mir schon aufgefallen, das müsst ihr euch bedenken. Und ihr werdet sehen, ich zeige euch, was wir jetzt nicht bekommen haben. Also wir haben wahrscheinlich fast alles bekommen. Hier seht ihr das, was wir nicht bekommen haben. Für 300 sofort gekauft, für 200 wurden die beiden erboten und der hier für 600 sofort gekauft. Das heißt, bis auf 4 Karten haben wir alles bekommen. Ich mache das jetzt hier immer frei, dass wir nochmal eine Runde bieten können, Freunde. Wir werden das später natürlich gemeinsam anbieten, werde ich euch zeigen, wie ihr das anbieten könnt. So, dann bieten wir hier nochmal, ich würde sagen jetzt 5-6 Karten, ich denke mal, das Prinzip habt ihr ja verstanden, Freunde. Falls irgendwas unklar ist, schreibt das in die Kommentare, werde ich natürlich drauf eingehen, ganz klares Ding. 250 spielen wir natürlich nicht, spielen wir nur bei Seltenen mit. Und wie gesagt, Freunde, dann macht ihr euch easy die Liste voll, habt ihr ruckzuck die Liste voll. Das dauert wirklich am Anfang vielleicht 10 Minuten, danach habt ihr ja immer Nachschub da. So, gucken wir noch die, wo wir jetzt geboten haben, Freunde. Bei einem wurden wir jetzt überboten. Ihr könnt natürlich auch gucken, seht, ja, ist jetzt nur 400 wert. Lohnt sich natürlich nicht, 300 zu bieten. Könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt und da dort Zeit investieren wollt. Macht ihr natürlich noch mal ein paar Münzen mehr. Ihr könnt natürlich auch jetzt hier gucken, jeden nachschauen, ist er jetzt hier vielleicht zum Beispiel mehr wert. Guck mal, ich würde den jetzt für 600 reinstellen, aber der geht jetzt zum Beispiel für 900. Das sind jetzt zum Beispiel 300 mehr, wie wenn ihr nachschaut. Könnt ihr natürlich auch mehr Münzen machen, wenn ihr nachschaut. Bei Non-Wear-Spielern, die über 70 sind, würde ich euch auch empfehlen, nachzuschauen. Der ist jetzt nichts wert.
Aber wie gesagt, die Nonvers ist immer so, stelle ich immer außer diesen von der Ligen-SBC-Methode, Liga, wo die mal ein bisschen mehr wert sein können, schaue ich nicht nach eigentlich, muss sagen. Da stelle ich die einfach für 500 rein. Ihr seht, der ist jetzt Spanier, 2. Liga, schaue ich nicht nach. Den schaue ich auch nicht nach. Ich schaue eigentlich nur aus den Top-Ligen nach. Muss sagen, also wen würde ich jetzt nachschauen? Den hier würde ich nachschauen, der ist aus der französischen Liga. Auch der geht jetzt für 800. Ihr seht das, wie gesagt, das sind 600-700 Münzen pro Karte, Freunde. Das ist so leichte Münzen, also leichter könnt ihr keine Münzen machen. Und wie gesagt, die hier würde ich so für 550, 600 reinstellen. Das ist schon sehr, sehr leicht. Ihr werdet auch wahrscheinlich sehen, wenn wir alle angeboten haben, dass schon wieder ein paar Verkäufe da sind. Gehe ich von aus. Würde mich überraschen, wenn da nichts weg wäre. Also ist meistens so, ihr bietet an und die meisten sind schon wieder weg. Also nicht die meisten, aber schon ein paar wieder. Ihr seht, wie gesagt, wir haben ja alles bekommen, Freunde. Das ist wirklich leicht. Und wir haben hier für jeden nichts bezahlt. Den hier können wir nachschauen. Der ist nämlich aus einer Ligen-SBC. Ja, kostet auch nichts. 550. Werden wir natürlich auch für den Preis verkaufen, Freunde. Ich denke, diese Methode sollte jetzt jedem klar sein. Wie gesagt, das ist so eine leichte Methode. Und das ist eine meiner Lieblingsmethoden, wenn man wenig Budget hat, weil sie so simpel ist und man wirklich null verkehrt machen kann. Ihr könnt nichts verkehrt machen mit dieser Methode. Das ist das Gute. Selbst wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt schnell eure Coins, stellt ihr die Spieler für 200 rein und ihr seid die nach einer Stunde los alle. Also das ist, und ihr habt theoretisch trotzdem nochmal 30, 40 Coins pro Karte Gewinn gemacht, wenn ihr für 200 verkauft. Also ihr könnt gar kein Minus machen, außer ihr stoßt diese Karten irgendwann ab. Und das würde ich euch niemals empfehlen, weil Platz haben werdet ihr ja immer genug, um die zu verkaufen. Das kostet ja nicht viele Münzen, die anzubieten, wie gesagt. Die braucht 15.000 und für die seltenen, wenn ihr mit seltenen machen wollt, braucht ihr auch nicht so viel, braucht ihr halt 25.000. Also ihr braucht wahrscheinlich so 20, 25.000, um diese ganzen Karten zu holen. Das sind perfekt, würde ich sogar sagen, ist mit einer der besten Methoden, mit den seltenen Goldkarten aktuell, die man machen kann im Low-Budget-Bereich, wo ich ja auch zu einem Video hochgeladen habe. Wenn ihr es verpasst habt, schaut euch das gerne an, nochmal, Freunde. Das könnt ihr auch noch machen mit den seltenen Goldkarten. Geht auch noch sehr, sehr gut, muss man sagen, weil die Leute natürlich die Upgrades wieder pumpen, obwohl man es nicht versteht, weil nur gefühlt 3 Special-Karten in den Packs sind. Aber es ist so, kann man nicht ändern, Freunde, die Leute sind halt packsüchtig. Und dadurch könnt ihr Münzen machen, wie gesagt, ihr könnt das ausnutzen, dass die Leute Packs ballern, dass die Leute die 82 bis 88 Packs machen. Wir haben nichts verkauft, okay, ist gar nicht schlimm, aber wie gesagt, Freunde, die werden alle nach der Zeit wieder weggehen. Und dann haben wir wieder hier einen guten Profit gemacht. Ihr macht pro Liste wahrscheinlich so 40.000 Gewinn, wenn ihr alles verkauft pro Liste immer. Was auf jeden Fall stabil ist, wie gesagt, Freunde, ihr könnt das euch ja selber ausrechnen. Ihr macht das mal ein paar Wochen, ihr macht das mit so vielen Münzen, easy. Das ist wirklich, und das ist wirklich jetzt nicht viel Aufwand, das zu machen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Video. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich schreibe was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.